Stephen Batchelor, In den Strom eintreten. Übersetzerin Claudia Selle-Niemer, Sprecher Jochen Weber. In den letzten Tagen haben wir unter anderem die Vorstellung angesprochen, dass die Natur dessen, was der Buddha gelehrt hat, der Intuition zuwiderläuft. So haben wir seinen Ausdruck Pathisottagami, gegen den Strom verlaufen, interpretiert. Heute würde ich gern einen anderen sehr zentralen Begriff seiner Lehre thematisieren, nämlich Sotapanna, in den Strom eintreten. In beiden Fällen haben wir genau dasselbe Wort, Sota, Strom, allerdings ganz anders gebraucht. Im Buddhismus finden wir recht häufig, dass der Buddha einen Begriff mit zwei miteinander kontrastierenden Varianten verwendet. Beispielsweise spricht er mitunter davon, im Dickicht der Sichtweisen und Meinungen, Ditthi, verfangen zu sein, während er in anderem Zusammenhang auf die große Bedeutung von Samadhi, der rechten Sicht, hinweist. Zeitweise wirkt es fast spielerisch, als widerstrebe es ihm, sich dadurch zu sehr einengen zu lassen, dass er das Wort ausschließlich auf eine einzige Art und Weise definiert. Stattdessen ist bei ihm eine gewisse Flexibilität oder Fluidität oder sogar eine gewisse Freude an der Vieldeutigkeit der Sprache spürbar. Um zu verstehen, was mit in den Strom eintreten gemeint ist, müssen wir den Begriff im größeren Zusammenhang der vier adelnden Wahrheiten, häufiger als die vier edlen Wahrheiten, übersetzt betrachten. Diese Lehre ist ein so zentraler Punkt des Buddhismus, dass man kaum ein Buch zum Thema aufschlagen kann, ohne sofort mit diesen Vorstellungen, den vier edlen Wahrheiten, konfrontiert zu werden. Das Problem der vier edlen Wahrheiten besteht darin, dass sie häufig so dargestellt werden, als handle es sich um vier Lehrsätze, an die jeder anständige Buddhist glauben müsse, und darum seien sie als eine axiomatische Lehre oder ein Dogma angelegt. Und in der Tat werden sie oft so behandelt. Die erste Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden. Manchmal wird sie auch fälschlich als das Leben ist Leiden übersetzt. Der Buddha sagt dies jedoch niemals. Er sagt einfach Dukkha. Da ist Leiden. Da ist Dukkha. Wieder ein komplizierter Begriff. Die zweite Wahrheit ist der Ursprung von Dukkha, den der Buddha als eine bestimmte Art des Ergreifens oder Verlangens beziehungsweise der Gier erkennt. Gier ist der Begriff, der normalerweise benutzt wird. Sie geht jedoch auf die Art des Anhaftens beziehungsweise Festhaltens am eigenen Selbst zurück, über das wir gesprochen haben. Die dritte Wahrheit ist das Aufhören der Gier oder des Ergreifens und die vierte Wahrheit ist die des achtgliedrigen Pfades. An diesem Modell wirkt zunächst nicht, dass die Wahrheiten in dieser speziellen Reihenfolge präsentiert werden. Warum beginnen wir bei dem Leiden, gehen dann gewissermaßen logisch zu seinem Ursprung, seinen Ursachen zurück und kommen dann zur Beendigung des Leidens, wobei sich bei genauer Lektüre des Textes erweist, dass der Buddha eigentlich nicht vom Ende des Leidens, sondern vom Ende der Ursachen des Leidens, der Beendigung der Gier spricht. Nichtsdestotrotz ist es eine merkwürdige Reihenfolge. Und darauf folgt schließlich der Pfad, den der Buddha als achtfachen oder achtgliedrigen Pfad, der zum Ende des Verlangens führt, beschreibt. Warum werden die vier Wahrheiten in dieser, zumindest dem nach unnatürlichen Reihenfolge präsentiert? Ich glaube, der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt darin, die erste Lehrrede des Buddha zu betrachten, in der er diese vier Wahrheiten nicht als Glaubensmaximen, sondern eher als Anweisungen zum Handeln darstellt. Und so gibt es für jede Wahrheit eine entsprechende Handlung. Das geht aus dem Text ganz deutlich hervor. Die erste Wahrheit vom Leiden muss voll erkannt werden. Zweite Wahrheit vom Ursprung des Leidens oder des Verlangens ist aufzugeben, loszulassen. Die dritte Wahrheit vom Aufhören des Leidens muss erfahren werden. Und die vierte Wahrheit des Weges muss ins Leben gerufen und kultiviert werden. Ich werde darauf noch näher eingehen. Es ist jedoch zunächst einmal wichtig, den grundlegenden Plan bereitzustellen, um zu sehen, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit bzw. von der Bedingtheit
ein bisschen wie das E gleich mc Quadrat des Buddhismus ist. Die Vorstellung, wenn dies ist, entsteht das, was auch immer entsteht, ist etwas, das wieder vergeht. Dieses Prinzip gewissermaßen in allen Aspekten unseres Lebens, unserer Erfahrung, unseres Realitätsflusses zu erkennen, das ist der Kern dessen, was der Buddha gelehrt hat. Aus dieser Einsicht, die der Buddha, wie wir gesehen haben, als das Herz des eigenen Erwachens identifiziert, können wir alle Lehren und Praktiken und alles, was später als Buddhismus bekannt wurde, ableiten bzw. entwickeln. Der erste Schritt bei diesem Übertragen des grundlegenden Prinzips des abhängigen Entstehens führt uns dazu, es erstmals als eine Praxis in der Lehre der vier adelnden Wahrheiten zu formulieren. Dies wird ganz ausdrücklich von Nagarjuna erkannt, dem großen Philosophen der Leerheit, der in einem seiner Verse sagt: Wer abhängiges Entstehen sieht, sieht die Qual, ihren Ursprung, ihr Ende und den Weg. Nagarjuna zieht einen exakten Schritt von der Bedingtheit bzw. dem abhängigen Entstehen zu den vier edlen Wahrheiten. Und ebenso tut es der Buddha, als er seine Erfahrung der Bedingtheit als Zentrum seines beschreibt, Bodhgaya verlässt und nach Benares wandert, um seine früheren Asketengefährten zu treffen und seine erste Rede, genannt über das Drehen des Dharmarades, zu halten. Die erste Unterweisung, die er erteilt und die diese Lehrrede bildet, ist jene über die vier Wahrheiten. Also können wir historisch die Verbindung zwischen Bedingtheit und den vier Wahrheiten sehen und auch logisch erkennen, wie die vier Wahrheiten in gewisser Hinsicht die erste Überführung der Vorstellung von der Bedingtheit in eine Form des Lebens, in eine Form der Praxis sind. Und in der ersten Lehrrede erfahren wir von der Erkenntnis des Buddha, dass diese vier Wahrheiten erst sein Erwachen bildeten. Und das ist kein Widerspruch zu dem Text, den ich vorher zitiert habe, sondern einfach eine Weiterführung desselben Prinzips. Der Buddha sagt: Solange mein Wissen, meine Erkenntnis in Bezug auf die Realität der vier Wahrheiten nicht ganz klar waren, habe ich nicht behauptet, ein unvergleichliches Erwachen in dieser Welt mit seinen Menschen und Himmelswesen, seinen Göttern und Dämonen, seinen Asketen und Priestern erfahren zu haben. Mitunter gerät man in lange Diskussionen darüber, was Erleuchtung ist, doch der Buddha selbst ist in diesem Punkt sehr klar. Es ist überhaupt nichts und Obskures daran. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der Kern dieses Erwachens, dieser Erleuchtung, seine tief erfahrene Einsicht in die Bedingtheit, in das abhängige Entstehen und im nächsten Schritt die Weiterführung dieses Prinzips in die vier Wahrheiten ist. Man mag sich fragen, warum sie edle genannt oder als edle Wahrheiten übersetzt werden. Das Wort ist Arya Satya in Sanskrit. Arya heißt tatsächlich edel, aber erinnern wir uns, dass Arya auch ein ethisches und rassisches Konzept ist bzw. zur Zeit des Buddha war. Es bezog sich auf die Völker, die von Zentraleuropa aus etwa 1000 Jahre vor dem Buddha nach Nordindien eingewandert waren und sich selbst als Arier, edle, erhabene betrachteten. Und der Buddha war in gewisser Weise einer derjenigen, die die arische Zivilisation zu einem gewissen Höhepunkt brachten. Wie wir aber gesehen haben, beziehungsweise wie ich weiter oben bereits erwähnt habe, der Buddha tendiert immer wieder dazu, einen Begriff zu nehmen, der zu seiner Zeit eine umfassende Bedeutung hatte, ihn einmal umzuwenden und ihm so einen neuen Sinn zu verleihen. Für ihn hat Arya nichts einer speziellen Menschenrasse oder einem Stamm oder etwas dergleichen zu tun, sondern er macht es zu einer universalen Idee, dass jeder, unabhängig vom persönlichen Hintergrund, Geschlecht oder von was auch immer, in der Lage ist, Arya oder edel zu werden. Und darum werden die Wahrheiten die Edlen genannt. Nicht, weil die Wahrheiten selbst edel sind, was man ganz offensichtlich aufgrund der Art und Weise, wie sie präsentiert werden, die erste edle Wahrheit, die zweite edle Wahrheit und so weiter, annehmen könnte. Denn es ist schwierig einsehbar, was am Leiden beispielsweise edel sein sollte. Und noch schwieriger, was an der Gier edel sein soll.
Warum werden die Wahrheiten also als edel bezeichnet? Gemäß den Ausführungen meines tibetischen Lehrers edel, weil es dem Leben einen gewissen Adel bzw. eine gewisse Würde verleiht, wenn man sie versteht und in das eigene Leben integriert. Diese Wahrheiten sind daher eher adelnd als in sich selbst edel. Nicht die Wahrheiten selbst, sondern wie wir mit ihnen umgehen, in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen, bringt einen gewissen Adel, einen spirituellen Adel in unsere Existenz. Und besonders, wenn wir die Vorstellung loslassen, die Wahrheiten seien eine Art axiomatische Lehre, an die Buddhisten glauben, und sie stattdessen als ein Modell oder einen Rahmen betrachten, innerhalb dessen wir etwas tun, anders ausgedrückt, als einen Rahmen für die Praxis, dann können wir auch sehen, dass sie primär Handlungen sind und keine Glaubenslehren. Und die Tatsache, dass wir diese Wahrheiten umsetzen, hat eine transformierende Wirkung auf unser Leben. Ich möchte heute der Frage nachgehen, wie die Wahrheiten umgesetzt werden können. Dies geht implizit schon aus den speziellen Anweisungen hervor, die sich an jeden Einzelnen richten, und es ermöglicht uns zu sehen, wie und warum die Wahrheiten in dieser speziellen Reihenfolge angeordnet sind. Leiden, seine Ursachen, Aufhören, der Pfad. Wenn wir uns als Anweisungen oder Richtlinien vorstellen, wird viel leichter erkennbar, warum. Wir können sie fast schon in 4 Slogans oder 4 Anweisungen zusammenfassen. Kein Leiden, die Gier loslassen, das Aufhören erfahren, einen Weg schaffen. Wir wollen uns das nun Schritt für Schritt anschauen. Wir werden sehen, dass jede dieser Anweisungen ganz natürlich und wie von selbst zur nächsten führt. Und das kreiert hier keine geistige Auseinandersetzung, um auszuknobeln, warum die Wahrheiten diese Reihenfolge haben, sondern vielmehr einen Prozess. Die Wahrheiten gehen eigentlich ganz natürlich eine aus der anderen hervor, und das Leiden voll erkennen ist der Ausgangspunkt. Der Buddha betont das Wort Wissen bzw. Erkennen, Parijñā, indem er nicht nur Jñā verwendet, was Wissen heißt, sondern Parijñā, voll erkennen bzw. Wissen. In der tibetischen Übersetzung heißt es Yongsu Shespa, das Leiden völlig oder ganz erkennen. Das ist die Aufforderung, das ist die Praxis. Und es ist vielleicht eine der Anweisungen des Buddha, die der Intuition am meisten zuwiderlaufen. Denn anders ausgedrückt besagt es, wenn wir einen wirklich guten Zustand anstreben, müssen wir tief in die Natur des Leidens hineinblicken. Es ist sehr merkwürdig, dass jemand so etwas sagt. Es scheint der letzte Ort zu sein, an dem man danach suchen würde. Wenn du glücklich sein willst, leide ein bisschen mehr. Welchen Sinn ergibt das? Ich glaube, es ergibt sehr viel Sinn. Denn ein Teil oder sogar eine der Wurzeln unseres Unvermögens, echtes Wohlergehen zu erfahren, ist unsere beinahe instinktive Ablehnung mit dem Leiden, das unausweichlich in das Gewebe unseres Lebens eingeflochten ist, in Berührung zu kommen und es anzunehmen. Man könnte sogar sagen, dass wir einen Großteil unseres Lebens damit zubringen, verzweifelt vor der Begegnung mit dem Leiden zu fliehen. Für den Buddha ist, wie er es in seinem ersten Sutta bzw. in seiner ersten Lehrrede beschreibt, primär existenzieller Natur. Er sagt, Geburt, Krankheit, Alter, Tod sind Dukkha. Mit anderen Worten, das Leiden, auf das er sich bezieht, bedeutet nicht einfach nur, sich den Zeh anzustoßen oder Kopfschmerzen zu haben oder sich manchmal etwas zu langweilen, sondern es betrifft im Grunde das Herz dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein und als fühlendes Wesen zu existieren. Es heißt, die Tatsache anzunehmen, dass wir in diese Welt hineingeboren wurden, dem körperlichen Verfall und letztendlich dem Tod unterworfen sind und aus dieser Welt vertrieben werden. Er formulierte es andererseits auch etwas spezieller, aber lesen wir den Text selbst. Zusammen zu sein mit dem, was man nicht liebt, ist Dukkha. Getrennt zu sein von dem, das man liebt, ist Dukkha. Nicht zu bekommen, was man sich wünscht, ist Dukkha. Kurz, die 5 Daseinsgruppen, das heißt unser Körper-Geist-Komplex, sind Dukkha.
Es ist sehr schwierig, das richtige Wort für Dukkha zu finden. Und in mancher Hinsicht könnte alles, was der Buddha sagt, in dem witzigen Satz zusammengefasst werden, der heutzutage auf manchen T-Shirts zu lesen ist. Shit happens. Anders ausgedrückt, wir leben in einer Welt, in der Dinge passieren, die, wenn es nach uns ginge, lieber nicht passieren sollten. Das mag selbstverständlich erscheinen, es ist jedoch ein entscheidendes Merkmal unserer Existenz. Wir versuchen es zu leugnen, wir versuchen es zu umgehen, wir versuchen es zu vermeiden, wir versuchen es wegzuerklären, es zu rationalisieren. Wir denken gern, die Welt sei dazu da, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen und dafür zu sorgen, dass wir glücklich sind, aber leider ist dem nicht so. Es mag zwar manchmal so sein, was wundervoll ist, wir erfahren sicherlich Freude, Wohlbefinden, Glück und Ekstase und so weiter, aber unabhängig davon, ob unser Leben in dieser Weise erfüllt ist oder nicht, sind wir deswegen nicht von der fundamentalen Tatsache befreit, dass unser Dasein auf dieser Erde beständig durchdrungen ist von dem, was wir nicht wollen und was wir nicht mögen. Und der Buddha sagt nun, dass dem sei weniger der Umstand, dass dem so ist. Es ist eben einfach so. Das Problem liegt vielmehr darin, wie wir gewöhnlich damit umgehen, dass wir es nicht annehmen, anerkennen und ihm ins Gesicht sehen oder in seinen Worten es voll erkennen, sondern tendenziell davor zurückscheuen. Wir neigen dazu, ihm auszuweichen, es zu verdrängen und es wegzuerklären. Und darauf hin, dass genau diese ausweichende Haltung dazu führt, dass wir größere Unzufriedenheit, Frustration, Angst und größeres Unglück erfahren, weil unsere Strategie, in dieser Welt zu leben, mit der Natur der Welt selbst im Konflikt steht. Darum besteht der erste Schritt darin, diese Strategie der Flucht und des sich Entziehens und Verdrängens zu erkennen und darauf Acht zu geben, was es ist, das wir als so unerwünscht und beängstigend empfinden und dem zu begegnen. Das gehört zu den Dingen, die wir hier im Retreat tun. In der Meditation sitzen wir während eines vorgeschriebenen Zeitraums still. Wir gehen eine vorgeschriebene Zeit lang auf und ab. Wir schalten alle anderen Zugangswege der Ablenkung aus oder zumindest so viele wie möglich und wir erlauben es uns, ganz bei dem zu sein, was in diesem Augenblick geschieht. Das, was wir hier tun, schafft in gewisser Weise eine Voraussetzung, eine Lage, der wir nicht entkommen können. Natürlich können wir ins Auto springen und wegfahren, aber wenn wir die Bedingungen des Retreats akzeptieren, akzeptieren wir damit, in einer Situation zu sein, in der wir uns selbst nicht ausweichen. Wir werden nicht fliehen. Wenn wir geistig fliehen, und das geschieht wahrscheinlich manchmal, kommen wir wieder zurück zu unserem Atem. Wir kommen zurück zum Schmerz in unserem Knie. Wir kommen zum Druck unserer Füße auf dem Boden zurück. Wir kommen zurück zu dem, was wir sind. Ohne etwas zu bevorzugen, ohne zu bewerten, ohne Interpretation blicken wir der Realität ins Gesicht und wir sagen, ja, genau, das geschieht gerade. Ich bin vielleicht sehr besorgt, sehr aufgeregt, vielleicht fühle ich mich sehr deprimiert, ich fühle mich vielleicht blendend und strahlend und ruhig und freudig. Was auch immer es ist, dort befinden wir uns und darauf konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit. Und eben das ist, denke ich, das Praktizieren der ersten Wahrheit. Dukkha vollständig zu erkennen, bei ihm zu sein. Wir tun dies, indem wir einige sehr wichtige Mittel bereitstellen. Das erste ist zu lernen, wie wir unsere Aufmerksamkeit stabilisieren. Das wird Shamatha genannt, den Geist beruhigen. Denn es ist sehr schwierig, bei unserer Erfahrung zu sein, ohne eine Grundlage zu haben, auf der wir uns geerdet und sicher fühlen, in der wir einfach bei dem sein können, was geschieht. Daher geht es im ersten Teil der Meditation darum, sich auf den Atem oder ein anderes Objekt zu konzentrieren, damit der Geist sich etwas beruhigt, damit wir auf diese Weise einen ruhigen Fokus entwickeln, dessen Zentrum vielmehr im Körper als im Kopf liegt. Doch das ist erst Phase 1 der Meditation. Phase 2 wird Vipassana genannt. Wieder ein Wort, das heutzutage sehr allgemein verwendet wird. Und manchmal geht seine ursprüngliche Bedeutung dabei verloren. Vipassana heißt etwa tief schauen.
Passana heißt sehen oder schauen. Die Partikel vi ist eine Art Intensivierung. Intensives Schauen, was wahrscheinlich eine recht gute Art und Weise ist, den Begriff aufzufassen. Wenn wir also wieder auf den Moment zurückkommen, in dem der Geist beruhigt ist, betrachten wir ihn intensiver. Allerdings ist das Problem dabei, dass wir denken, wir müssten nur ein bisschen vollständiger darauf blicken und schon würde er auf magische Weise seine Geheimnisse offenbaren. Meines Erachtens bedeutet jedoch intensiver hier nicht nur ein bisschen mehr zu starren. Ich wüsste nicht, warum dies überhaupt eine größere Wirkung haben sollte. Die Partikel wie in Vipassana heißt aber auch unterscheiden. Es bedeutet, irgendwie in der Lage zu sein, die Natur dieser Erfahrung aufzuspüren bzw. zu enthüllen und zu ergründen. Es impliziert einen gewissen Grad des Suchens, der Analyse. Und der Buddha empfiehlt ausdrücklich, auf einige Schlüsselmerkmale der Erfahrung zu achten. Unbeständigkeit, Dukkha, auf Dukkha werden wir noch zurückkommen, und Anatta, die unpersönliche bzw. selbstlose Natur der Erfahrung. Shamatha oder einfaches Sitzen, den Geist ausrichten und ruhig und klar werden, unterscheidet sich von Vipassana in folgendem Punkt. Vipassana bedeutet, diese Schlüsselmerkmale der Erfahrung, die uns nach Ansicht des Buddha dazu führen werden, in den Strom, in diese Erleuchtungserfahrung oder wie auch immer wir sie nennen wollen, einzutreten, durchdringend zu beobachten und auf sie zu achten. Wir betrachten die Dinge also nicht nur mit einer Art weit geöffneten Augen, sondern wir lernen auch, diesen Schlüsselmerkmalen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Und dadurch beginnen wir, uns unserer Erfahrung aus einer völlig anderen Perspektive zu wenden. Wie bereits erwähnt, achten wir nicht instinktiv auf diese Merkmale der Erfahrung. Wir sind gewissermaßen darauf programmiert, eine Situation in unserem Leben zu schaffen, die möglichst beständig und dauerhaft ist und die scheinbar unsere Vergnügen, unser Wohlbefinden und die Zufriedenheit optimiert bzw. maximiert und die mit mir und mit dem, auf das ich mich als meines beziehe, intensiv identifiziert ist. Das ist offenbar die neurobiologische Konditionierung, in der ziemlich ausgeprägt bereits angelegt ist, wie wir uns in der Welt verhalten. Die gesamte Konsum ist darauf aufgebaut. Der Buddha wendet sich gegen diese Intuition und weist uns an, jene Dinge zu tun, die wir gemäß unseren Konventionen und Gewohnheiten nicht beachten, und zwar von einem ruhigen und fokussierten Raum aus und auf eine beständige und disziplinierte Art und Weise. Wenn wir unsere Welt zunehmend aus jener Perspektive erfahren, werden wir feststellen, dass wir die vergängliche Natur der Dinge, die flüchtige Natur der Dinge, die tragische Voraussetzung des Lebens mit der Zeit und vielleicht in bestimmten Schlüsselmomenten der Einsicht auf eine sehr spürbare Weise anerkennen und begreifen. Das gilt auch für die Tatsache, dass die Welt, dieses schiere Hervorströmen von Erfahrung, mir, meinem Ego und meinen Plänen und allem, in das ich die meiste Zeit so eingebunden bin, ziemlich gleichgültig gegenübersteht. Dies willig anzunehmen kann Schwierigkeiten bereiten. Es ist zu akzeptieren und doch empfiehlt der Buddha offenbar genau das, die Welt aus dieser Perspektive anzunehmen. Doch obwohl dies vielleicht schwierig ist, lässt sich kaum leugnen, dass es gegenüber der Art und Weise, wie die Welt zustande kommt oder wie die Welt ist, wahrhaftiger und ehrlicher ist. Es ist also hier eine gewisse Ehrlichkeit gegeben und eine Bereitschaft zu sagen, ja, so sind die Dinge nun einmal. Und während wir das tun, gelangen wir allmählich in ein Aufgeben oder Loslassen bestimmter Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, insbesondere von Gier, Hass und Verblendung. Sie werden im Buddhismus als die drei Feuer oder die drei Gifte bezeichnet. Und dies ist natürlich die Anweisung im Hinblick auf die zweite Wahrheit. Die erste ist Dukkha und sie voll zu erkennen. Die zweite Wahrheit ist Verlangen oder Ergreifen und es loszulassen. Bei Meditationsretreats kommt es vor, dass wir ein Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin führen und zum Beispiel sagen, oh, diese eine Sache geht mir einfach nicht aus dem Kopf.
Ich mache mir wirklich Sorgen deswegen, um meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Welt, mein. Und der Lehrer oder die Lehrerin sagt voller Mitgefühl einfach, na gut, lass es los. Als müssten wir nur irgendwo einen magischen Schalter finden und dann würde es einfach verschwinden. Manchmal dieser Rat in Wut versetzen. Obwohl es wie eine sehr gute Idee erscheinen mag, gibt es uns nicht den geringsten Hinweis darauf, wie man loslässt. Loslassen ist nichts, das wir willentlich tun könnten. Ich kann Ihnen zum Beispiel nicht sagen, ich zähle bis drei und bei drei lassen Sie all Ihren Egoismus los. Eins, zwei und jetzt ist es weg. Jetzt können wir alle nach Hause gehen. So ist es nicht. Lassen ist darum etwas, was ebenfalls aus Bedingungen hervorgeht. Es ist auch ein Phänomen, das in Abhängigkeit entsteht. Um etwas loslassen zu können, müssen wir also die Bedingungen schaffen, durch die es auf natürliche Weise wegfällt. Und die erste Wahrheit, das Leiden voll erkennen, ist genau diese Bedingung. Wenn wir lernen, die Welt zu sehen, nicht nur intellektuell, sondern als einen Ort, den wir tief empfunden und erfahren haben, erkennen wir ihre Unbeständigkeit. Wir erkennen ihre tragische Natur. Wir erkennen, dass sie nicht ich oder mein ist. Indem wir die Welt auf diese Weise sehen und erkennen, jene Gewohnheiten, die uns dazu verleiten, dass wir versuchen, die Dinge dauerhaft zu machen, etwas zu schaffen und an etwas festzuhalten, das für immer und ewig meins sein wird. Jegliche Möglichkeit des Unbehagens oder der Frustration zu leugnen oder auszuschließen, uns selbst oder den eigenen Besitz oder den eigenen Status als meins festzuhalten. Wenn wir beginnen, all das zu durchschauen, wird der Daseinsgrund von Gier, Hass und Verblendung unterminiert. Gemäß der Strategie der Habgier und Ablehnung und so weiter zu verfahren, ist innerhalb einer zutiefst flüchtigen, unpersönlichen Realität nicht vernünftig und noch nicht einmal besonders verständlich. Es ergibt einfach keinen Sinn. Wir können dies verständlich erkennen, wir können der buddhistischen Theorie Glauben schenken, doch bis wir es in unsere eigene gefühlte Erfahrung übersetzt haben, wird es nicht den geringsten oder nur einen sehr theoretischen Effekt haben. Dukkha voll zu erkennen geht, wie es heißt, in das Aufgeben des Ergreifens über. Ein Bild, das der Buddha hier nennt, ist das eines Kindes, das keine Lust mehr hat, Sandburgen zu bauen. Sicher haben früher alle schon einmal diese Erfahrung gemacht. Wir gehen an den Strand, wir bauen eine Sandburg, versuchen das Meer fernzuhalten und legen uns dafür unheimlich ins Zeug. Und in einem der folgenden Sommer gehen wir dann am Strand entlang und sehen, wie die anderen kleinen Kinder mit ihren Sandburgen beschäftigt sind. Und wir denken, wozu die Zeit verschwenden? Es gibt uns nicht mehr denselben Kick wie vorher. Und ich glaube, vieles, was geschieht, wenn wir erwachsen werden, und ich meine das nicht nur in dem Sinne, dass Kinder erwachsen werden, ich glaube, in gewisser Weise versuchen wir die ganze Zeit erwachsen zu werden, besteht darin, dass wir aus Dingen herauswachsen. Das 10-jährige Kind, das sich in einem Sommer nicht mehr am Sandburgenbauen beteiligt, hat kein großes Aha-Erlebnis. Sandburgen sind Zeitverschwendung, sondern es ist dem einfach entwachsen. Es ist dem entwachsen, weil es die Welt anders erfährt. Ein gewisser Erwachungsprozess hat stattgefunden und bestimmte andere Interessen und Anliegen haben jene ersetzt, die zuvor so dominant waren. Der Buddha verwendet in der Tat den Begriff kindisch, wenn er sich auf diejenigen bezieht, die die Wahrheiten, die er zu kommunizieren versucht, nicht verstehen. Es liegt eine gewisse Unreife darin. Es mag so Momente tiefer, aufschlussreicher Einsichten geben, in einem Retreat zum Beispiel. Vielleicht erfassen wir plötzlich zutiefst die Vergänglichkeit oder die Unbeständigkeit der Dinge. Doch damit dies eine dauerhafte Wirkung hat, muss es ständig bestätigt und wieder bestätigt werden. Wir müssen es ständig zur Kenntnis nehmen und darum liegt die Betonung auf der Kontinuität der Praxis. Nicht nur, was wir hier Idri tun, zählt, sondern wie wir diese Perspektive in unsere Arbeit, in unsere Beziehungen, in unsere Familien und so weiter bringen, sodass diese Perspektive mit der Zeit immer mehr zur zweiten Natur wird. Sie wird quasi intuitiv. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken.
Sie wird einfach Bestandteil unserer bewussten Erfahrung. Und in diesem Sinne wird unser Verhalten transformiert, so dass es weniger habgierig wird, weniger von Hass getrieben, weniger getrieben von, wenn nur das nicht wäre, dann wäre ich glücklich, oder wenn nur diese Person nicht im Büro wäre, dann wäre alles toll. Dass wir nicht mehr annehmen, wir könnten die Welt irgendwie dadurch manipulieren, dass wir ein bestimmtes Element daraus eliminieren oder ein anderes erlangen. Wenn wir das jedoch durchschauen, wird sich die Art und Weise, wie wir uns zu den Dingen in Beziehung setzen, ändern. Und während das Wegfallen von solchen Verhaltensgewohnheiten andauert, kann es uns zu einem Punkt bringen, an dem vielleicht für ein paar Augenblicke, vielleicht länger, völlige Freiheit von den Geboten der Gier, des Hasses und der Furcht herrscht. Eine Art Erlöschen oder Aufhören jener Dinge, und das wird Nirvana genannt. Nirvana ist nichts anderes als das. Nirvana bedeutet wörtlich etwas ausblasen, in diesem Fall das Ausblasen von Gier, Hass und Verwirrung. Anfänglich ist dies etwas, das nur einen ganz kurzen Moment lang andauert. Und in diesem einen Punkt stimmen alle buddhistischen Traditionen tendenziell überein, dass der Moment, wenn wir schließlich aufhören bzw. anhalten, wirklich aufhören, nicht nur uns hinsetzen und still sitzen, sondern wenn es zu einem tiefen Aufhören in uns selbst kommt, zum Aufhören solcher angehäufter Neigungen und Gewohnheiten, dass dieser Moment nur ganz flüchtig sein könnte, eine Art Unterbrechung des normalen Musters der Dinge. Und anschließend werden die alten Muster sich sehr schnell wieder durchsetzen. Meiner Meinung nach ist das fast unvermeidlich angesichts dessen, was wir nun über den Ursprung von Hass und Verblendung wissen. Sie sind nicht nur nebensächliche geistige Affekte, nicht nur oberflächliche Merkmale unseres Geistes, sondern sie sind offenbar Verhaltensstrategien, die instinktiv in den Bahnen unseres Gehirns verankert sind. Wenn wir die biologische Erklärung für das Aufkommen von Hass und Verblendung akzeptieren, stellen wir fest, dass ihr Ursprung in unserem Körper liegt, in unserer Neurophysiologie. Das steht im Gegensatz zur klassischen buddhistischen Vorstellung, sie seien Aspekte unseres Geistes, dieses Geistes, der von all diesen verschiedenen vergangenen Leben herkommt, und darum könne man sie loswerden, wenn man ein bisschen am Geist herumbastelt. Es gibt einen weiteren Strang in den frühen buddhistischen Lehren, der sich auf die Figur Maras, den Teufel, das Dämonische konzentriert und in dem der Buddha von diesen Dingen nicht als etwas im wahrsten Sinne des Wortes Ausgelöschtes spricht, sondern er spricht darüber, eine völlig neue Beziehung zu ihnen einzugehen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir etwas so Tiefsitzendes wie Abneigung und Anziehung mit ein bisschen Meditation einfach ablegen können. Darum geht es anscheinend nicht. Vielmehr kommt es wirklich darauf an, in dieser Welt zu sein, in diesem Körper, in diesem Geist, ohne jedoch länger den Geboten, dem Diktat von Gier, Hass und Verblendung unterworfen zu sein. Hass und Verblendung mögen vielleicht im Geist kochen, doch das heißt nicht, dass wir an sie glauben oder sie akzeptieren sollen. Man kann ebenso gut frei von ihnen sein, und zwar dadurch, dass man zutiefst erkennt, was sie sind, und dass man sie einfach als ein Spiel des Gehirns oder des Geistes beobachtet und sich nicht mehr mit ihnen identifiziert. Es gibt zahlreiche Passagen, von denen ich viele in meinem letzten Buch mit dem bösen Leben zitiere, in denen dies ganz klar zu sein scheint. Und erinnern wir uns daran, dass Mara selbst nach dem Erwachen des Buddha, nachdem er von ihm besiegt worden war, wie es in den Texten heißt, bis zum letzten Lebenstag des Buddha weiterhin da ist. Der Buddha ist Mara nicht losgeworden. Er ist nicht in diesem Sinne vollkommen geworden, sondern hat vielmehr zu einer ganz anderen Beziehung zu diesen instinktiven, tief eingebetteten Triebkräften gefunden. Dennoch verhält es sich meines Erachtens so. Je weniger wir aus solchen Triebkräften heraus leben und je weniger wir sie verstärken, desto weniger werden sie uns beherrschen und desto mehr werden sie in gewissem Maße abklingen. Neurologische Hinweise darauf finden sich offenbar in der Plastizität des Gehirns, beziehungsweise darin, dass verschiedene Nervenbahnen neu angelegt werden können.
Allerdings liegen die zutiefst instinktiven Triebkräfte anscheinend in entwicklungsgeschichtlich alten Gehirnteilen, vor allem im limbischen System, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie buchstäblich getilgt werden können. Es geht hier jedoch darum, dass wir sehen können, dass das volle Erkennen des Leidens organisch zu einem Aufgeben des Ergreifens, zu einem Loslassen bestimmter Verhaltensstrategien führen wird. Dies wiederum wird uns dazu verhelfen, Momente dessen zu erfahren, was wir vielleicht Freiheit nennen. Momente, in denen wir nicht mehr das Opfer sind oder als Marionetten fungieren, die an den Schnüren dieser Begierden, dieser Ängste und dieses Hasses hängen und von ihnen gesteuert werden. Trotzdem können die Gier, die Ängste und Hassgefühle natürlich aufkommen. Eine Erfahrung, die der Buddha mitunter als Abkühlen oder Aufhören bezeichnet hat. Nirvana ist mitunter zu einem weiteren privilegierten religiösen Objekt erhoben worden. Oft wird es als eine Art Buddhismusphäre oder dergleichen aufgefasst. Und der Buddha selbst soll sich dementsprechend geäußert haben, oder zumindest werden ihm Äußerungen zugeschrieben, in denen er davon spricht, das Nichtbedingte, das Todlose erreicht zu haben. Sätze, die wir vielleicht gehört haben oder die oft sehr attraktiv wirken. Und vielleicht schließen wir daraus, dass es etwas Transzendentes, etwas jenseits dieser Welt auch im Buddhismus gibt, etwas, das mehr oder weniger Gott entspricht, aber als das Nichtbedingte oder Todlose oder Ungeborene bezeichnet wird. Es gibt eine berühmte Passage, die bei westlichen Buddhisten ist. Sie ist aus dem Udana und besagt: Es gibt, ihr Mönche, ein Ungeborenes, ein Nichtgeborenes, das durch nichts bedingt ist. Wenn dieses Ungeborene, Nichtgeborene, Unerschaffene, das keine Bedingung hat, ihr Mönche, nicht sein würde, so wäre auch dieses Geborene, Gewordene, Geschaffene, aus der Bedingung Erwachsene keine Entrinnung zu finden. Dieser Text wird endlos zitiert. Merkwürdigerweise kommt er im gesamten Kanon nur einmal vor, in einem Text, der Udana genannt wird, eine Sammlung kleiner, kurzer Passagen, die offenbar nirgendwo sonst hineinpassen, und er wird häufig als eine Art Verbindungspunkt zwischen dem Buddhismus und theistischen Traditionen gesehen. Er klingt zu einem zutiefst anderen, transzendenten Reich. Aber auch hier verwendet der Buddha diese Begriffe meines Erachtens nicht in dem Sinne, in dem sie normalerweise oder traditionell verstanden werden, zum Beispiel wie sie in diesem Fall gemäß der Tradition der Upanishaden verstanden würden. Um herauszufinden, was der Buddha mit Begriffen wie das Nichtbedingte, Nirvana, das Todlose, das Ungeborene meint, müssen wir nur zu einem Text namens Asankhata Samyutta gehen, den Reden über das Nichtbedingte. Das Asankhata Samyutta ist Teil der Sammlung Samyutta Nikaya. Wieder ist die Aussage eindeutig. Und was, ihr Mönche, ist das Nichtbedingte? Die Zerstörung von Gier, die Zerstörung von Hass, die Zerstörung von Verblendung. Das wird das Nichtbedingte genannt. Wieder ist sehr deutlich, der Buddha spricht nicht über einen anderen Raum oder ein anderes Reich oder irgendeinen anderen Zustand. Er verwendet den Begriff lediglich, um zu beschreiben, was für ihn das Summum Bonum, das höchste Gut ist, nämlich das Wegfallen von Gier, das Wegfallen von Hass, das Wegfallen von Verblendung, in anderen Worten Nirvana, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Die Versuchung, die von normativem religiösem Denken ausgeht, besteht jedoch darin, dieses nur als eine Art privilegiertes religiöses Objekt zu etablieren, die Welt in zwei Teile zu spalten, die bedingte Welt und die nicht bedingte Welt, das Geborene und das Ungeborene. Wir tun so etwas sehr gerne. Religion tut so etwas sehr gerne. So funktioniert sie. Sie spaltet die Welt in zwei. Es ist dennoch sehr auffällig, dass der Buddha in dem Sutta, das ich zuerst zitiere, in dem er seine Erleuchtung beschreibt, das Nichtbedingte nicht im geringsten erwähnt. Was sein Erwachen ausmachte, so sagt er, war seine Einsicht in das in Abhängigkeit Entstandene, das Bedingte. Auch in der ersten Lehrrede findet das Nichtbedingte keine Erwähnung. Er verwendet das Wort nicht.
Er führt vielmehr sein Prinzip der Bedingtheit zu einer Form der Praxis weiter, die gewissermaßen eine Lebensweise wird, und es tut mir leid, dass ich dies wiederhole, durch das völlige Erkennen des Leidens, was zu einem Aufgeben der Gier führt, was wiederum zu der Erfahrung führt, und er verwendet hier den Begriff Erfahrung, im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Augen zu sehen. Eine Erfahrung dieser Freiheit, dieses Aufhörens oder, wie er das Nichtbedingte nennt, der Verlust von Gier, Hass und Verblendung. Und das ist es, an dem man in den Strom eintritt. Sotapanna, in den Strom eintreten, wird oft als ein Moment der Erleuchtung oder der anfängliche Moment der Erleuchtung übersetzt. Ich glaube nicht, dass es genau so in den klassischen Texten geäußert wird, aber es erfüllt seinen Zweck. Wichtig ist, es deutet nicht darauf hin, dass dieses Aufhören oder diese Freiheit das Ende des Pfades ist, sondern es weist vielmehr darauf hin, dass es der Anfang ist. Als der Buddha gefragt wird, was meinst du mit in den Sträten? Was ist dieser Strom, von dem du sprichst? Antwortet er, der Strom sei der achtfache Pfad, nämlich rechte Sicht, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Die Nibbana-Erfahrung, und auch hier ist es verwirrend, diesen Begriff weiterhin zu verwenden, der Moment, in dem das Loslassen uns an einen Punkt bringt, etwas aufgegeben zu haben, dieser Moment des Aufhörens, diese Realisation tief innen, dass wir unser Leben nicht unter dem Diktat unserer Verhaftungen und unserer Ängste und unseres Hasses verbringen müssen, in diesem Moment beginnt unser Weg. Das ist es, was dann ganz natürlich zum Weg selbst wird. Das ist nicht meine Interpretation. Es geht ganz klar an meisten grundlegenden Quellen hervor. Es ist zudem ein Modell, das mich auch meine tibetischen Lehrer gelehrt haben, dass nämlich der Prozess, den der Buddha beschreibt, nicht ins Nirvana mündet, sondern in den Pfad. Und ich glaube, die Betonung verlagert sich, teilweise wegen der Weltsicht, die traditionell den Rahmen des Buddhismus bildet, wie die Vorstellung, dem Kreislauf von Geburt und Tod zu entrinnen und derartiger Dinge, tendenziell und kontinuierlich zurück auf die Nirvana-Erfahrung, während bezogen auf die Reihenfolge der vier Wahrheiten alles in die Praxis des Pfades selbst mündet. Der Pfad ist das Wesentliche, ist das, was wir ansteuern. Die vierte edle Wahrheit, nicht die dritte. Letzteres wäre nicht ganz logisch in Anbetracht der Art und Weise, wie der Buddha die Reihenfolge entworfen hat. Darum schließt dieser Pfad, eben kurz dargestellt habe, Sicht, Denken, Rede, Handeln, Lebensunterhalt, alles ein, mit dem wir Menschen es zu tun haben. Es ist eine Beschreibung des Lebens. Er bevorzugt nicht bestimmte spirituelle Aktivitäten. Er beschreibt, wie wir in dieser Welt leben und funktionieren, bezogen darauf, wie wir selbst die Dinge sehen, über die Dinge denken, mit anderen kommunizieren, in der Welt handeln, unseren Lebensunterhalt verdienen, und dies schafft eine Grundlage, auf der wir unsere Achtsamkeit, unsere Konzentration vertiefen können. Konzentration, der achte Schritt des achtfachen Pfades, bildet jedoch keinen Abschluss, denn diese Konzentration ist wiederum zurückgerichtet auf den Anfang des Pfades und versetzt uns in die Lage, Dukkha vollständiger zu verstehen, die Gier loszulassen und so weiter. Was wir in diesem Modell haben, würde heutzutage eine Rückkopplungsschleife genannt. Der achtfache Pfad ist ein einfacher linearer Prozess von A bis Z, so dass wir, wenn wir bei Z angekommen sind, einpacken und nach Hause gehen können. Sondern wenn wir Z erreicht haben, in diesem Fall Samadhi, rechter Fokus oder Konzentration, benötigt dieser Fokus oder diese Konzentration ein Objekt. Und dieses Objekt ist die erste Wahrheit, die zweite Wahrheit, die dritte Wahrheit, die Wahrheit. In anderen Worten, der Prozess nimmt sich von selbst immer wieder auf. Es ist ein beständiges Erleben der Erneuerung, dass wir mit jeder Phase der Praxis eine größere Tiefe erreichen, und von dieser Tiefe wird unsere Praxis gewissermaßen lebendig, in einer Art und Weise, wie es vorher schon geschehen ist. Und meinem Eindruck nach geht dies immer und immer weiter. Es gibt keinen definitiven Endpunkt.